Hallo Leute, willkommen zurück zu Minecraft Life in the Woods. Es geht weiter hier. Voll die Ansage. So, Rindfleisch, Wellington. Warte mal, da haben wir doch beim letzten Part was da reingepackt. So, Moment, irgendwie. Ich habe zwei neue Nachrichten. Ich muss mal ganz kurz gucken. Alles klar, gut. Nicht wichtig. Aber wenn das so mehrmals hintereinander vibriert, denke ich immer, das ist was Wichtiges. So, das ist weg. Und da ist schon 24 jetzt drin. Krass. Und ja, ich gehe mal ins Bett, ne? Du-du-du-dum. Vielleicht hieß er dann der Tuapa. Tuap. Wie hieß der? Tuapa-Holz? Weiß ich nicht mehr. Vielleicht ist der ja dann gewachsen. Mit den Fackeln war jetzt auch alles so richtig, ne? Soweit. Wir müssen unbedingt dann mal schauen, dass wir vielleicht dann hier in den Boden so Licht reinbekommen. Ich weiß gar nicht, wie wir das dann an der Decke machen. Weil das ist ja gleichzeitig der Boden von oben. Ich meine, man könnte es so anordnen, dass es oben und unten gleichzeitig ist. Hä? Wieso habe ich so viel davon? Brauche ich gerade nicht. Ach, guck mal. Da fehlen ja auch noch die anderen Fackeln. Was man hier alle so findet. Also schade ist, dass das Marmor, das sieht ja anders aus halt. Nicht so schön. Also ich finde das Marmor in dem Texture Pack von Specs richtig cool. Immer Specs, alle nehmen immer Specs. Ja, es ist halt so eins, was mit ganz viel Zeug kompatibel ist. Hier sieht man zum Beispiel, dass nicht alles gemacht ist, ne? Aber es passt auf jeden Fall besser zu dem Projekt hier, das stimmt schon. Gut, bei Specs gibt es ja auch Blöcke, die nicht gemacht sind. Habe ich nie für einen Fail. Achso, das ist der Eingang. Moment. 2, 2, passt doch. Aber hier. Achso. Ja gut, das wird ja eh noch zugemacht. Ich kann eigentlich mal hier den Raum eh komplett dicht machen. Ja, machen wir ein anderes Mal. Vielleicht sogar offscreen. Du machst alles offscreen. Oh, sehr schön. Die sind nachgepflanzt. Der ist aber noch nicht gewachsen da. Schade. Was brauchen wir denn noch für Holz? Eichenholz ist noch so ein bisschen gefragt, ne? Für die Treppen. Ich denke mal, das Treppenhaus jetzt auf die letzte Etage können wir da wirklich mal den Angriff nehmen. Dann können wir nämlich ein Dach draufsetzen. Dann können wir das auch oben da offen machen. Ich habe ja noch so eine Dirtwand. Ich meine, die ist zwar nicht ganz sicher, da gibt es ja einen Durchschlupf. So, Dirt. Und was war's noch? Weidenholz, ne? Ne, Fichtenholz. Ich sag immer Weidenholz dazu. Weidenholz ist eigentlich komplett raus. Oh nein, das waren die Bäume. Blüpp. Kultist. So, hier sind noch welche. Komme ich doch eh wieder nicht bis oben dran. Sag ich doch. Oh, wie viel Resin da runterkommt. Und Wegen Option. Das ist wahrscheinlich so eine Art Baumharz, was eben die Schleimblöcke ersetzt, was also klebriges Zeug so gilt. Das ist hier halt in dem Baum mit drin. Oh, guck mal, da muss ich auch noch Terraform hier. Ich guck mal, ob ich da drauf komme. Ja. Spar ich mir das.
Eine Slingshot wäre cool. Wie bei Doors. Bumm! Zack, bist du oben auf dem Baum, dann baue sie immer nur runter. Boah, wenn ich die ganzen Blumen hier sehe, ich wette, das ist noch nicht mal die Hälfte, was ich da drin habe in meinem Lager. Und hier muss man auch mal gucken, ob wir das nicht einfach dann wirklich zumachen. Mein Loamy Dirt müsste ich doch genug haben dafür. Tick-Tack. Ja, so langsam können wir dann auch einrichten, sobald die Zimmer dann gestaltet sind. Ja, guck mal, wir haben genug Dirt. Aber ich werde das erstmal oben verbraten. Weil, ups, vielleicht brauche ich doch das ein oder andere Mal noch den Seiteneingang, so zur Sicherheit. Weiß gar nicht, wie schicke ich hier dann in die richtige Richtung? Ach, lass ich mir dann schon was einfallen. Da wird dann so ein Spalier gebaut. Sagt man das dazu? Ich weiß gar nicht. Halt so ein Gang. Da werde ich dann lang geführt. Zu ihrer eigentlichen Unterkunft. Oh, guck mal. Fusch am Bau. Nee, so nicht. Ich will doch nicht, dass darunter dann Spinnen spawnen. Ups. Mö. Das ist ja alles ganz cool so gewachsen hier. Warte, ich mach mal hier noch so ein bisschen. Das sieht doch jetzt schon sehr natürlich aus. Oh, das muss alles zugemacht werden hier, diese Pfützen. Da brauche ich echt eine Menge Dirt. Also nicht auf der ganzen Ebene, aber hier hinten, wo ich dann auf jeden Fall die Weiden haben möchte. Was ist denn das? Ach so, Wasser? Nee, da drunter. Was ist denn das? Ach, das ist Stein. Ich kann das irgendwo einstellen? Dass er das Wasser nicht berücksichtigt. Sollte ich vielleicht mal wieder machen. Suche ich jetzt nur wieder blöde. Wo war das? Wo war das? Ich habe das mal angemacht, weil irgendwo habe ich mal verfärbtes Wasser gesehen. Oder war ich nicht sicher, ob das an dem Biom lag. Oder ob das wirklich etwas anderes als Wasser gewesen ist. Und es gibt beides. Also es kann an dem Biom liegen. Es kann aber auch wirklich so eine grüne, giftige Soße sein. Da sollte man da nicht reinspringen. Ich glaube, das gibt es irgendwo in dieser Richtung. Terraforming. Ja, muss auch sein. Gehört dazu. Es gibt... Ups, also ja. Es gibt ja Leute, die nehmen die Welten so an, wie sie sind. Aber ich mag das nicht. Ich habe dann einen Plan und dann muss das so sein. Boah, das ist aber schon krass, wobei es geht. Aber vorne bin ich ja eh dann auf der richtigen Höhe. Das ist ja nur noch hier so die Ecke. So, hier machen wir nochmal den hier so. Damit das halt nicht so gerade aussieht, ne? Ich forme es ja schon extra so, dass es später dann wie von der Natur erschaffen so aussieht. Also ich hoffe, dass mir das gelingt. Wobei, ja klar, hier ist es teilweise doch schon zu gerade, aber... Solange es nicht richtig krass künstlich aussieht, ne? Juhu! Man könnte ja auch hier so hergehen und dann lässt man das mit dem Wasser, die Löcher, die macht man später dann eh nochmal. Also nicht zu, dass man die halt anpasst. Na guck mal, was ist denn das da? Hier so, kann man da so drunter kriechen und so.
das bricht nicht ein. Aber das dann zu Kleinkram ist vielleicht auch mal was für einen Stream irgendwie. Wo die Leute dann eh mal genug zu quatschen haben und dann auch fragen, dann ist das nicht ganz so langweilig. Ich meine jetzt, wenn es euch zu langweilig wird, dann schreibt es mal in die Kommentare, dann versuche ich sowas zu vermeiden und mach das offscreen. Wobei, ich rede ja auch jetzt. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt schweige und in den Stream nur rede. Hä? Also rum wie numm. Na. So, erstmal da unten vielleicht. Boah, ich muss morgen noch einkaufen, ey. Eigentlich gehe ich ja gerne so. Ganz schön. So gemütlich. Aber meistens ist es so, dann denkst du, boah, kostet Zeit. Hättest du schon so und so viel Parts gemacht. So, dieses Birkenholz, das muss jetzt noch in eine bestimmte Struktur, glaube ich, oder? Ne, das ist schon richtig. Allerdings habe ich hier oben keine Workbench und es wird auch schon wieder dunkel. Und das meinte ich hier. Ja. Ist nicht wirklich so sicher. Blöde Zombie könnte jetzt mich nachts überfallen. Aber ich war schneller eingeschlafen. Haha. So, wie viel hatten wir dann? 1, 2, 3 und dann wieder 1. Hallo? Hä? Oh! Kein Moment! So, da hat jemand geklingelt! Was wollte ich? Alles klar. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt hier aufmache, dann bin ich hier unten eins drin. Ist das dann auch so? Richtig? Kann sein, dass jetzt ein bisschen die Musik versetzt ist oder so. Das passiert halt. Ich kann es nicht dann ganz genau stoppen. Oh. Hätte er nicht 2 Minuten warten können? Na, passt schon. So, dann muss das aber auch jetzt hier so sein, ne? Genau. Da schließt das dann ab. Genau wie hier. Dann haben wir dann... Cool, dann ist zu hier oben. Geil. Fehlt halt dann nur noch jetzt innen drin. Also hier da die Mauer und... Aber dann kann das... Ich meine, ist noch nicht sicher, klar, aber... Da ist ja auch so schon keiner mehr reingekommen. Sollte kein Problem sein. Hoffe ich. Warte mal, können wir hier noch irgendwie so ein bisschen was cool machen? Guck mal hier. Wieso ist denn das so? Moment. Fackeln. Ausleuchten. Ich hoffe, es reicht. Warte. Oh, wir haben noch diesen coolen Trick da. Mit F8. Oh, da. Hehe. Ja, das reicht eh nicht, mein Dirt. Egal. Doch, reicht sogar. Nee, nicht ganz. Hauptsache ein bisschen angepasst. Rindfleisch Wellington. Ich hab das Gefühl, die Mucke ist jetzt noch lauter. Ich glaube, es ist sogar wirklich. Oh ja! Die war ja. Hä? Wer hatten die so laut aufgedreht? War ich das? Entschuldigung. Das könnt ihr auch ruhig mal sagen, wenn irgendwie was nicht stimmen sollte.
Aber oft ist es so, dass einer gesagt hat, boah, Ton geht gar nicht oder ich bin zu leise, Musik ist zu leise und dann alle anderen sagen, nö, geht voll. Wem soll ich denn dann hören? Also der Allgemeinheit dann wohl, ne? Also der Mehrheit, besser gesagt. Aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt mal einen Cut. Ich bin raus. Moment. Danke fürs Einschalten. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Haut drin. Bis dahin. Tschüss.